Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Runde hier auf der Karte Ellerbach. Und ja, wir machen weiter hier in unserem kleinen Mod-Contest Let's Play. Und ja, im letzten Part waren wir dabei, dieses Feld zu ernten und der Drescher ist. Wir werden den eben abtanken. Oder besser gesagt den Anhänger neben hinstellen, dass der abtanken kann. Ah, okay, tankt ab. Fahren noch ein bisschen näher hin, also ein bisschen weiter weg, so dass er schön abtanken kann. Jo, ihr seht es, ich habe hier noch einen kleinen Mod mit reingenommen. Ich habe die Third-Person-Modifikation vom Mod-Contest mit reingenommen. Finde ich echt nicht verkehrt, diese Modifikation. Und deswegen, also finde ich richtig geil sogar. Oh, ich hoffe, dass Giants das auch irgendwie mal fertig kriegt, das Ganze so, ja, rein zu bekommen. Und ja, wir gucken einfach mal. Ich hoffe es mal für ein LS21, dass dann sowas auch reinkommt standardmäßig, weil ja, dritte Person Sichtweite Sichtding ist ja eigentlich eine einfache Sache, sag ich mal. Jo, wir fahren das Stroh Richtung Mischmaschine, oder besser gesagt Futtermischmaschine. Wir werden mal gucken, ob das Stroh lose da reingeht. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Ballen hatte ich schon mal irgendwo gesehen, aber wir müssen mal gucken, ob wir das auch in loser Form per Ladewagen machen können. Ja, wir haben hier ein Knöpfchen. Dann geht das Ganze auf. Oh ja, wir können abkippen. Sehr geil. Also das finde ich echt sehr geil. Ja, echt coole Sache. Mischration, Heu, Silage, Gras. Ja. Und Stroh zum Einstreuen brauchen die. Bin am Überlegen, ob wir uns doch noch so eine kleine Ballenmaschine holen sollen und uns ein paar Ballen pressen sollen. Ich weiß, ich glaube, wir kommen mit dem Ladewagen nicht in den Stall rein und das ist so eine Sache, ob wir da nicht noch ein paar Ballen so machen. Ich würde sagen, wir fahren jetzt noch einen Ladewagen voll ein. Wenn der voll ist, gucken wir mal, wie viel noch auf dem Feld ist. Wenn es sich noch lohnt, dann werden wir mal gucken, ob wir nicht noch einen Ballenpresse holen uns oder ob wir sagen, ja komm, wir warten, bis die Gerste reif ist und machen das. Weil ich denke mal, ja, von dem Feld wird nicht mehr so die Welt runterkommen. Ich sag mal, ein Ladewagen, zwei Ladewegen, wenn überhaupt. Warum musst du so nah eigentlich hier dran langfahren? Das würde mich auch mal so interessieren, Herr Kollege Cosplay. Aber ich muss sagen, der Ford gefällt mir echt gut. Also auch dass er 90, obwohl er 90 PS hat, sage ich mal, zieht er das echt gut weg. Also das finde ich echt cool. So einen kleinen Ladewagen, obwohl es hier so ein bisschen bergig ist und so. Echt cool, gefällt mir sehr gut. Auch einfach so schon ein paar Standardfunktionen. Ja, einfach ganz schlicht gehalten, coole Texturen, gefällt mir echt gut. Hat echt was. Wo willst du hin, Kollege? Was ich mal noch eben gucken wollte. Ah. Kannst du schneller, das kannst du auch schneller. Und dann läuft das vielleicht auch ein bisschen einfacher. Fahren wir mal hinter dem her. Jo. Was ich noch am Überlegen bin, wie wir jetzt hier am besten weitermachen. Ah ja, genau. Wir werden gleich noch den Düngerfahrer losschicken. Das werden wir wahrscheinlich gleich mal eben machen noch. Kann ja das schon hier eben losfahren mit Düngerstreuer oder so. Können wir ja eben losschicken, dann läuft das auch schon mal, dann verdienen wir ein bisschen Geld.
bin auch am überlegen, ob wir uns vielleicht ein, zwei Ballen Silage erst kaufen sollen. Nun dann die erstmal da reinschmeißen sollen, dass wir Mischfutter kriegen, dass die Kühe was haben. Und dann wir mit der Zeit erstmal was kriegen. Ich glaube, das machen wir auch. Wir brauchen ja ein bisschen Stroh. Und wir brauchen ein bisschen Silage. Naja. Oder besser gesagt, nee, Stroh brauchen wir ja gar nicht. Heu brauchen wir. Heu und Silage. So, den stellen wir mal ab. So, schmeißen wir hier hinten dran den Düngerstreuer. Müssen wir, denke ich, noch den Kalk entladen. Ich habe, glaube ich, hier Kalk reingefüllt. Mission. Was haben wir hier gehabt? So für 3000 Euro oder so. Egal, Flüssigdünger, Mineraldünger. Okay, machen wir. Dann hauen wir den eben raus hier, den Kalk. Ich weiß noch nicht wo, aber ich denke mal drüben machen wir das. Stellen wir den ein bisschen unter das Dach. Nicht genug Platz zum Abladen. So, jetzt hat er aber auch geladen. Nur noch nicht, da ist noch was dran. So, okay. Jetzt hat er mitten in den Hof geschmissen, aber gut, egal. Fertilizer brauchen wir. Jo, da geht aber die Kohle runter. Junge, 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 ganz schön teuer das Zeug. Da müsste man echt eine Goldglocke vielleicht mal drum hängen. Machen bis 5, das reicht erstmal. Dann fahren wir erstmal zu Feld 56 hin. Vertrag akzeptieren. Nehmen den Vertrag auch an. 56 ist ja da oben und dann hatten wir noch 67 wäre nebendran. Könnten wir auch gleich noch wenden. Ach so, ich habe ja ein, ich muss das multiple Missions noch mit reinnehmen. Das will ich auf jeden Fall im nächsten Part noch machen. Dass wir auch mehrere Missionen gleichzeitig annehmen können. Aber gut. Dann eiern wir eben hin. Trasher ist ja noch zugange. Ich denke, der wird bald abgetankt werden müssen. Aber dann muss er halt eben warten kurz. Wie fahren wir da am besten hin? Da ich mich noch nicht so gut auskenne auf der Karte, würde ich fast sagen, hier durchs Dorf und dann... nach oben. Wir könnten... ja, das ist jetzt so eine Sache. Verfahren uns gleich irgendwo, ich sehe das schon kommen. So, die Richtung ist ja schon mal gar nicht verkehrt. Okay, dann fahren wir mal die normale Straße, würde ich sagen. Biegen da oben ab. Und dann fahren wir ab da oben irgendwo quer durchs Land. Ich hoffe, dass da auch ein Weg lang führt, aber normalerweise sollte. Jo. So, ballern wir hier einmal durch. Was ich sagen muss, die Feldwege gefallen mir sehr, sehr, sehr gut. Also das muss ich wirklich sagen. Also das sind mal richtig coole Feldwege, wo man sagen kann, jo, das nennt sich Feldweg. Also das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut an der Karte. Auch überhaupt die komplette Gestaltung von der Karte ist ein sehr, ja, wie soll man sagen, coole Sache. Einfach auch mal so ein bisschen was anderes auch. Ja,
Stück. Wir haben Feld 56 hier. Ja, kannst du ja mal machen. Zack. Was kann ich? Ja. Aber nur. Jo, das läuft. 22 km/h sollte in 6 Minuten erledigt sein. Sehr schön. Kommt das denn hin? Sollte passen. Jo, was ist hier Sache? Ach, du bist fertig. Oh, okay. Ja, dann kommen wir ja nicht mehr so die Welt runter. Das Weizen werden wir erstmal einlagern. Das brauchen wir vielleicht für die Hühner noch. Lassen, Zwacker, Wuscher. Ja, dann bestellen wir eben mal hier ein paar Ballen. Ah, die sind schweineteuer. Oh, Alter. Silageballen. Was ist da denn drinnen? 4000 Liter. Heu machen wir mal. 2. Dann kaufen wir noch solche und einen Silageballen. Gucken mal, wie wir die zurückbekommen gleich. Ich denke, da werden wir unseren umgebauten Anhänger mitnehmen und den MW-Truck. Ich glaube, der dürfte eine Ballengabel haben, soweit ich weiß. Den Drescher fahren wir erstmal hier vorne hin. Den kann man hier erstmal stehen lassen. Weil das reicht, denke ich. Den brauchen wir eh bei Feld 133 und 128 noch. Aber ich möchte erstmal gucken, dass unsere Tiere was zu fressen haben. Deswegen kümmern wir uns da jetzt erstmal als erstes drum. Nimm aber noch ein Gewicht mit. Ich glaube, der MW-Truck ist ein bisschen leicht hinten, deswegen... Lass uns mal ein Gewicht mitnehmen. Sind wir auf der sicheren Seite. Zack. Sehr schön. Wunderbar. Dann brausen wir mal los. Fahren zum Händler. Holla. Ja, wir hätten da lang fahren können. Aber nur egal. Dann fahren wir den langen Weg. Die Sperren können aus, Alra kann aus. Brauchen wir alles nicht auf der Straße. Und Lader kann nach oben. Aber ich muss sagen, der MW-Truck gefällt mir ja echt gut. Also er ist ein bisschen zappelig, aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen am Frontlader. Aber sonst cooles Gerät. Es kam ja, glaube ich, Forbidden Mods ein paar Tage vor Mod Contest, glaube ich, auch noch mal einer raus. So wie ich gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das dasselbe ist. Aber ich glaube, der kam auch vom Premi raus. Ich weiß gar nicht. Ich hatte mir den damals noch nicht runtergeladen. Ich wollte mir den runterladen, hat es dann vergessen und so. Und dann hatte ich den beim Mod Contest gesehen. Sind das zwei verschiedene Modder gewesen? Ich weiß gar nicht mehr was. Müsste noch mal nachgucken. Also der eine, wo man rauskam, war vom Premi. Aber der von Mod Contest, war der, wenn der jetzt auch vom Premi war, wahrscheinlich hat er dann den sozusagen da auch hin. Oh, okay. So, da fährt unser Düngerfahrer. Flitzt da einmal lang. Also hat er das Düngen auch relativ schnell erledigt. Müssen mal gucken, wenn dann dran steht erledigt oder so, dass wir den aufhören. Brauch ja nicht alles düngen umsonst. Wenn er fertig ist, ist er fertig. Jo, wir holen die Ballen. Ich
hoffe, wir können bald selber mähen und so eine Silage und so produzieren. Zack. Jo, dann gucken wir mal. Rumballen ist jetzt nicht so meine Spezialität, aber naja. Müssen wir auch mal mehr kriegen hier. Gucken, ob man die ganze hier rüber kriegen. Am besten so wie sie sind, auf den Anhänger schmeißen. Holla. Irgendwo, ach, wir hängen hier. Scheiße. Genau, dann noch den hier. Hoff, der Anhänger hat Spannwürdig, aber glaube. Okay. Ja, okay. Dann tun wir den da hier oben drauf. Was auch eine coole Sache ist, oder besser gesagt eine, naja, sehr unrealistische Sache. Wir nehmen eine Palettengabel zum Ballen verladen. So, raus. Kann man die festmachen. Einmal, zwei, oh geil. Spannrunde drüber, zack. Dann können die schon mal nicht verrutschen. Dann gucken wir mal, ob wir den Silageballen hinten hinsetzen. Kannst aufhören. Brauchst nicht weiterfahren. Sehr schön, wir haben wieder Kohle bekommen. Wunderbärchen. Dann kann der hier runter vom Feld zum nächsten Feld fahren. Aber ich würde sagen, das machen wir alles im nächsten Part, denn wir sind fertig mit dieser Folge und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder und würde sagen, tschüss, lasst gerne ein Like da und ein Kommi.